Oft habe ich mich gefragt seit jenem Frühjahrstag vor 4 Jahren, was, wenn sie Unrecht hatten? Was, wenn der Nazarener nicht bloß unschuldig, sondern wirklich der wahrhaftige Sohn eines Gottes war? Ihr Männer Israels, überlegt euch euren Beschluss noch einmal ganz genau. Lasst diese Männer in Ruhe. Denn wenn ihr Vorhaben nur von Menschen kommt, löst sich alles von selbst wieder auf. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich diese Galiläer unverzüglich steinigen lassen. Rabbi Jeschua hatte ein Feuer entzündet, das kein Priester, kein Statthalter, nicht einmal der Imperator in Rom mehr auslöschen konnte. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass Shaul anfing, Rabbi Jeschuas Lehren zu stehlen. Paulus, du bist ja wahnsinnig. Das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich sage, es ist wahr und vernünftig. Denn es ist ja nicht in irgendeinem Winkel des Reiches geschehen,